Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas draußen, der Sky ist am Start und eine kleine Runde. Let's play Battlefield Hardline! Und ich hoffe, er macht nicht wieder solche Probleme wie letztes Mal. Wo ich dann wirklich. Wow, ich habe aber Soundprobleme auf meinem Headset, das ist natürlich geil. Womit ich nicht mehr so viele Probleme kriegen sollte, hoffentlich. Und meine Gedanken spielen gerade mit etwas. Die Sache ist nur, ich wüsste nicht, wie ich das machen soll. Ich habe noch einen kleinen Fernseher hier, den ich mir in die Mitte stellen könnte. Müsste ich mir hier aber etwas an die Mauer hängen. Aber sehr cool. Hatte schon irgendwie ein bisschen Style. Okay, weil ich habe noch so einen kleinen Mini-Fernseher, der ist eigentlich, glaube ich, ein bisschen besser zu zocken. Als auf den hier, und wenn ich dann halt auf dem PC, den ich da habe, also den ich jetzt, oh scheiße, den ich rechts von mir habe, ist mein Zweitbildschirm, den ich links von mir habe, ist mein Erstbildschirm. Wenn ich den Zweitbildschirm an die Wand mache, den Erstbildschirm da, wo der zweite Bildschirm ist, rechts oben, und in die Mitte dann halt auf den Hauptplatz dann mal ein Fernseher hinstellen würde, könnte ich auf dem mittleren Ding, könnte ich das mal, und das wäre cool. Gut, Episoden. wir haben noch 3 Episoden vor uns, 8, 9 und 10. Und kicken mal, wie wir das geschissen kriegen. Jetzt wird nämlich interessant. Okay, wir drücken weiterspielen. Also A. Also irgendwas. Ganz tolles drücken wir. Episode 8, souveräne Tatentät. Kais Handy lässt sich das Geld vermutlich relativ mühelos in einen Silos verfolgen. Aber es dann auch zu holen, dürfte mit etwas mehr Mühe verbunden sein. Weil die haben einen Cowboy. Und eine UMP, glaube ich, ist das, ne? Von einem etwas grenzdebileren Typen, glaube ich. Hotshot Lieferkette, die Verbindung zu Boomer. Verraten Beweis. Okay. Was bisher geschah? Ja, bitte. Wir bieten ein Netzwerk aus Cops, Armeepartnern und Grenzschutz. Wer uns bezahlt, erhält Zugriff auf das Netzwerk. Wenn wir das in eine der Aktentaschen schmuggeln, können wir es tracken. Du willst also Dors schmutziges Geld klauen, bevor es gewaschen wird? Klingt gut, aber das musst du alleine durchziehen. Kangs Mörder war vielleicht ein alter Freund von mir. Ah! Hast du Stoddard erwischt? Ich dachte, ich gehe dir einfach mal zur Hand hier. Ja, das ist das, was wir nicht gesehen haben, der Schluss, weil dann meine. Habt ihr die Nachrichten gesehen? Was? Das mit Rock? Offenbar hat ihr zwei einen Schaden von 3 Millionen Dollar angerichtet. Der Typ lebt eben im wahrsten Sinne im Glashaus. Oh ja! Yeah. Ich hab was Cooles! Ben! Und das wäre? Wo du sein schmutziges Geld aufbewahrt. Deine Taktik ging also auf. Hier wurde Kais Handy hingebracht. Dors Firmenzentrale. Die Bude ist eine Festung. Wir reden hier von Privataufzügen, kugelsicheren Fenstern und jeder Menge... Das Gebäude kenne ich. Ist auf dem Foster Key vor der Küste von Miami. Und hier ist ein Auftrag für ein Tresor, das vor 6 Monaten in der Penthouse Suite installiert wurde. Okay. Und weiter? Dicke Stahltür mit Kombinationsschloss und Magnetversiegelung. Also sprengen wir ihn. Ah, dafür bräuchtet ihr so viel Sprengstoff, dass das Gebäude platt wäre. Also sprengen wir nicht. Oder doch? Ich kannte mal welche, die hatten einen Autodialer, einen Safe-Knacker-Roboter. Sie nannten ihn den Brecher. Die Dinger sind ultraschnell, die können jeden Kombinations-Safe knacken. Ruf an, wir leihen ihn aus. Schon passiert. Müssen ihn nur abholen. Kleine Illusie! Ach du Scheiße. Ungewöhnlich für einen Safe-Knacker. Hast du echt mal hier gelebt? Ja klar. Nach der Army war ich durch den Wind. Naja, fand hier einen Freund. Und blieb erstmal hier. Unter der Dusche? Ein Freund. Ja, lustig. Was warst du in der Army? Datenspezialist. Man macht sich eben nützlich, klar. Versuch du mal in einer Wirtschaftskrise als unehrenhaft Entlassener einen normalen Job zu kriegen. Lange Geschichte, Mann. Bin abgehauen. Und wie lange? Eigentlich bin ich immer noch flüchtig. Wie sieht's mit dir aus? Was ist deine Story? Oh! Marcus! Dune! Oh. Du bist fett geworden. Was? Und du bist ganz schön lecker geworden. Ach, hör auf, wenn ich nicht so voll Staub wäre, bräuchte ich Sonnenschutzfaktor 5800. Oh, sorry, das ist der Freund, von dem ich dir erzählt habe. Hi, ich bin Nick.
Na, hallo, Mr. Nick. Boah. Du siehst gut aus. Im Ernst jetzt. Danke. Also, hast du den Safeknacker oder nicht? Nein, nein, wir müssen ihn im Lager abholen. Oh, im Lager? Ich dachte, wir würden, Ist dein Vater da? Mann, der ist nicht mehr sauer auf dich. Sicher? Der macht nicht gleich den Shampoo auf, wenn du kommst, aber... Tja, dann holen wir ihn wohl ab. Ey, habt ihr Bock zu fahren? Klar, warum nicht? Geil, Mann! Du musst nach rechts, Nick. Nach rechts. So, kein Schulterblick. Wow, what und the fuck? Was treibst du jetzt so? Ich muss ein bisschen rüber hier. Hier oder auswärts? Meist auswärts. Wo muss ich hin? Folgt der Straße, ich sag dir dann Bescheid. Mach dir die Arbeit Spaß. Mir macht die Kohle Spaß. Was machst du so, Nick? Mit Boomer arbeiten. Oh, und das klingt nach Spaß. Echt aufregend. Wie geht's deinem Dad? Hat er immer noch seine scheiß Waffe? Marcus! Die Welt dreht sich doch nicht allein um dich. Er hat's längst vergessen. Hey, ich muss wissen, was mit euch beiden los ist. Naja, wir... Marcus und ich waren sehr verliebt. Das hat meinem Dad nicht gefallen. Dann rate mal, warum. Als Marcus uns damals verlassen hat, wollte er... Dich mitnehmen. Mich entführen, sagte mein Dad. Was echt total romantisch war. Okay. Aber mein Dad war sauer, deswegen denke ich... Zeig ihm mal dein Armband. Oh! GPS. Er weiß immer, wo ich bin. Läuft. Super. Soll ich mal was machen? Die Musik ist cool, Alter. Also. Scheint ein Hitzkopf zu sein, dein Dad. Er war im SEAL-Team 6. Er war nicht im SEAL-Team 6. Und wegen diverser Probleme mit der Tyrannei der sozialistischen US-Regierung hat er mit anderen Patrioten eine Gemeinschaft gegründet. Patrioten? Sind die bewaffnet? Waffen ohne Ende. Nick, schon gut. Ich kenne die Leute. Die meisten sind Hippies. Naja, deine Hippies sind alle weg. Was? Wohin denn? Einfach weg. Der Feldweg da vorne, da müssen wir lang. Schulterblick. Gucken. Feld. Weiß die Region ja ein bisschen um uns herum damit. Da wären wir. Aha. Schau an. Marcus Boone, der verlorene Sohn und so weiter. Hey, Mr. Alpert. Danke für dieses Treffen. Das war ja wohl das Mindeste. Und du bist sicher Nick. Boomer sagt, hier gibt's einen Apparat, der jedes Kombinationsschloss knacken kann. Aber sicher doch, Nick. Hab nur noch ein wenig Geduld. Nick! Mendoza, stimmt's? Oh! Sie an und schon wird's ernst. Mein Dad überwacht meine Anrufe. Ja, etliche Leute wollen mit dir sprechen, Mendoza. Zum Beispiel dieser Typ aus L.A., Stoddard, sagt, er zahlt 250.000 für dich. Lebend. Er ist gerade unterwegs hierher. Sorry, Mark. Jungs, warum bringen wir nicht Mr. Mendoza und Marcus rüber in die Präsidentensuite? Hey, du hast gesagt, nur Nick. Marcus ist hier nicht willkommen. Ja, gut. Oh, Baby, es tut mir so leid. Holt sie von diesem Arschloch weg, bevor ich kotze. Und Marcus, um eins klarzustellen. Mhm. Hautfarbe spielt keine Rolle. Meine Abneigung ist rein persönlicher Natur. Okay, das ist natürlich, das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Ich habe auf der Aufnahme funktioniert, ich habe ein Update auch runtergeladen. Na, hübscher. Machen wir das mal gemütlich, ja? Peace. Ich habe relativ gute Neuigkeiten. Ach nee. Echt? Wo ist der her? Dune hat ihn mir zugesteckt. Dune?
die uns reingelegt hat. Dun, die dich reingelegt hat. Die ist da ja, eigentlich ganz nett. Ja, klar. Wie wär's, wenn du mit dem Ding unsere Handschellen aufmachst? Okay, bleib hinter mir. Klar, klar, nur zu. Klar. Wir müssen einen Weg hier rausfinden. Da hast du völlig recht. Was zur Hölle ist das hier? Raketensilo. Mitte der 90er stillgelegt. Mhm. Nice. Bitte sag mir, dass Albert keine Atombombe hat. Wir haben keine Atombombe. Soweit ich weiß. Dann Ranger Wars. Was? Das habe ich gerne. So komische Musik mit so einem Typen, der irgendwie raus erinnert mich ein bisschen an Spec Ops und das ist ein bisschen, ja. Okay, hier lang. Alter, wissen die selber, wo die hin müssen? Ich guck mich mal ein bisschen um. Ich weiß halt nicht, was man hier so hat und was man nicht hat. Nichts Persönliches. Ja. Also, was hatten denn wir? Oh, das war sogar richtig. Ja. Ah, Le Knarré. Okay. Ein bisschen Munition. Sehr gut. Wie viele Kugeln hast du? Nicht viel. Wo hast du denn her? Wir müssen die Luke finden. Die Luke. Auch ein super cooler Filmtitel. Ich finde. Was? Ich möchte gerne visieren. Ich kann nicht visieren. Ich kann nicht schießen. Das Ding ist eine Wasserpistole! Okay, was haben wir unten runter? Kann ich doch was lang? Psst. Warte. Ein bisschen Munition gefunden. Ja, ich werde jetzt nicht unnötig Lärm verursachen. Oh fuck. Moment. Ich mach das schon. Ich mochte diesen Mann noch nie. Kleiner Klugscheißer. Unfassbar, dass ihr jemals solche Arschgeigen am Start hattet. Mann, wir hatten ja alles. Mexikaner, Hippies und so ein Typ. Keine Ahnung, was das für einer war. Dann kam Bobby. Wow. Und auf einmal war alles anders. Hey. Das war ein Kopf. Oh Mann, hier gibt's viel zu viele Bullen in letzter Zeit. Naja, er ist kein Kopf mehr. Toni sagt, er ist vor ein paar Tagen aus dem Knast ausgebrochen. Und wer bezahlt das Kopfgeld für den Bullen? Toni weiß es nicht. Die Nummer war auf dem Handy von dem ATM. Fuck you, Alter. Eine Viertelmillion für einen Mexikaner? Scheiße, Mann, die sind aber teuer geworden. Jemand muss sich mal um die Bastarde kümmern. Die Frage ist, wenn ja, bekommen sie erst recht. Habe ich keine Steine mehr? Kann ich nicht irgendwie pfeifen oder sowas? Das sind drei Leute. Ich habe ungern Lust da irgendwie. Alle drei kann ich nicht festnehmen. Auch nichts zu werfen, irgendwie Steine oder sowas. Kann ich hier irgendwas aufnehmen? Irgendein Steinchen werfen oder sowas? Ich gucke mal hier hinten. Aha, hier haben wir unser spezielles Rotlichtmilieu. Und zwar Lila. Ich kann natürlich hier auf den Kopf ziehen und machen. Dann haben wir gleich zwei weitere Typen am Arsch. Eins, zwei, drei. Mm-hmm.
mal 4. Nummer 1 ausgeschaltet. Da hinten haben wir eine Mikrowelle. Sehr schön.